Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute geht es um Haut, um Skincare, deswegen bin ich ungeschminkt, nur ein bisschen Mascara und Lippenpflege habe ich drauf. Und wenn du meine 5 No-Brainer für sensible Haut wissen möchtest, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und diese Woche ist eine ganz spezielle Woche, denn es ist die Dalton-Woche. Da haben 6 Kolleginnen mit mir zusammen auch einen Code, also jede von uns hat ihren individuellen Code. Und ihr könnt dann auch auf alles 20% sparen, in meinem Fall mit Beauty Claudi, wenn ihr möchtet. Und wir haben uns einfach so zusammengetan, weil wir überlegt haben, wir könnten doch irgendwas Cooles gemeinsam machen. Und ihr bekommt jeden Tag ein Video von einer von uns. Und da wir alle unterschiedliche Hauttypen haben, das haben wir nämlich herausgefunden, bekommt ihr speziell für diesen Hauttypen die 5 No-Brainer präsentiert. Und ich zeige euch da mein Hauptproblem, die sensible Haut ist. Die 5 No-Brainer, die ich halt für sensible Haut habe. Und ich habe euch dann auch die Kanäle in die Infobox reingepackt. Da seht ihr dann auch die entsprechenden Daten. Sobald die Videos online kommen, sind auch die Videos dort verlinkt. Ich mache heute den Start am Montag. Dann geht es weiter mit der lieben Katrin von Katrins Welt und so, die ihre No-Brainer für trockene Haut präsentiert. Dann geht es am Mittwoch zu Melli. Die zeigt euch für die normale, ganz normale Haut einfach die Top-Produkte, die jeder einfach mal verwendet haben sollte, ausprobiert haben sollte. Nicole von Chiquitas Place zeigt die No-Brainer zu unreiner Haut, wo ich persönlich genauso wie bei Katrin sehr intensiv zuschauen werde, weil das eben mich halt auch ein bisschen betrifft. Die liebe Steffi zeigt euch die No-Brainer für ölige Mischhaut und dann kommt am Samstag die Nathalie, die Rosacea behandeln wird, also das Thema Rosacea. Und den Abschluss macht die liebe Amelie zum Thema Anti-Age, Slow-Aging Produkte. Also schaut gerne in der Infobox vorbei, da sind alle Kanäle aufgeführt, alles wundervolle Mädels und da lohnt sich definitiv der Blick und auch die Videos. Denn nicht nur, dass ihr dann auch die entsprechenden Tipps mitbekommt, sondern ihr bekommt auch in jedem Video eine kleine Verlosung, denn wir möchten euch einfach was zurückgeben. Und da gibt es einfach bei jeder ein kleines Beauty-Paket zu gewinnen. Alles, was du tun musst, um an meiner Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau gerne mal rein. Nicht lang schnacken. Wir haben jetzt ein lang genuges Intro. Ist es deutsch gewesen? Ich weiß es nicht. Ich starte dann tatsächlich mit etwas, was ich auch sehr, sehr wichtig finde. Und ich kannte das auch so noch nicht, bevor ich mit Dalton zusammengearbeitet habe. Und zwar rede ich hier von dem Enzympeeling. Das ist so ein krasses Produkt. Jetzt mittlerweile in der neuen Verpackung rausgebracht. Ne? Und das habe ich jetzt wirklich schon eine Weile in Anwendung. Das ist auch in meinem Project Pen mit dabei. Und da seht ihr, wie wenig ich davon wirklich immer nur aufbrauche. Zweimal wöchentlich, immer dienstags und freitags, mache ich ein Enzympeeling, was halt dazu führt, dass die Haut einfach besser wird. Das Hautbild wird ebener, die Hautschüppchen werden abgetragen und das funktioniert, da habe ich mich informiert, ein Reim, mit den Inhaltsstoffen Papaya-Enzym. Die lösen nämlich die abgestorbenen Hautschüppchen ab. Und dann kommt die Kieselerde, die halt so ein bisschen auch die ganzen Verhornungen wegmacht. Also ich habe hier zum Beispiel auch so ein paar Unreinheiten. Und auf Unreinheiten haben wir ja meistens halt diese Verhornung. Und da hilft halt die Kieselerde. Ne? Und was die Kieselerde auch macht, ist, dass sie den Juckreiz halt mildert. Das ist halt gerade bei sensibler Haut so ein Thema. Egal was ist, ich habe Rötung, ich habe Juckreiz, ich habe einfach, es fühlt sich alles irgendwie manchmal nicht so angenehm an und dann helfen mir einfach solche Produkte, die dann auch die Beruhigung mitgeben. Und das Zinkoxid, was hier mit drin enthalten ist, ist so antibakteriell, ne? Also das ist auch immer ganz praktisch und das bildet halt einfach so eine Art Schutzschicht auf dem Gesicht und hilft einfach. Also du hast halt nicht nur, dass dann quasi alles runtergenommen wird damit, damit halt später auch die Wirkstoffe besser eindringen können, weil das macht so ein Peeling ja auch, ne? Dass du halt quasi kein Türsteher vor deinen Poren oder vor deinen, keine Ahnung, Hautzellen stehen hast, sondern dass halt wirklich dann alles schön eindringen kann und es wird halt auch so eine Schutzschicht hergestellt. Das heißt, du hast hier nach der Anwendung wirklich kein Spannungsgefühl und das finde ich so angenehm, kann ich persönlich einfach sehr gut gebrauchen und deswegen, das feiere ich total. Ein großartiges Produkt, was bei sensibler Haut absolut nicht fehlen darf. Kann man ganzjährig verwenden und das kann man auch verwenden in Schwangerschaft und Stillzeit. Ja, als nächstes etwas, das ist auch etwas, wonach meine Mom mittlerweile ziemlich süchtig geworden ist, nachdem sie halt erkannt hat, wie wichtig so ein Produkt ist. Und zwar ist es ein Gesichtswasser-Toner und das ist hier quasi dieses hautberuhigende Gesichtswasser. Da gibt es unterschiedliche Gesichtswasser, die man halt bei Dalton findet und das hier ist halt die Variante, die einfach
mein absoluter Favorit ist. Das liegt halt daran, dass es auch wirklich genau das macht, was es draufsteht, nämlich es beruhigt die Haut. Verwendet man, nachdem man das Gesicht gereinigt hat und bevor man die darauf folgenden Gesichtspflegeprodukte verwendet. Denn ein Toner reguliert so ein bisschen den pH-Wert der Haut. Das macht dieses Produkt sehr, sehr gut. Und es funktioniert halt einfach so, dass du dadurch die ganzen Wirkstoffe, die du danach aufträgst, ne, dass die einfach besser auch in die Haut eindringen können. Ein witziger Inhaltsstoff von diesem Produkt ist übrigens die Ballonrebe und die ist dafür zuständig, dass die Haut beruhigt wird. Das ist noch übrigens ein Inhaltsstoff, der uns gleich auch noch mal ein paar Mal begegnen wird. Wenn ihr noch mal ganz intensiv was über Wirkstoffe wissen wollt, habe ich euch im i mein Video erstellt. Da bin ich sehr, sehr intensiv auf die, ich sag mal, bekanntesten Wirkstoffe, die es so überhaupt gibt, eingegangen und habe sie nach und nach erklärt, dass ihr dann da auch ein bisschen up to date seid. Dann haben wir hier Panthenol drin. Das unterstützt die Regeneration der Haut, ist halt so ein beruhigender Inhaltsstoff. Ich liebe Panthenol. Durch das Panthenol bekomme ich dann einfach auch weniger dieses Jucken und diese Rötungen und so, ne, diese Reizungen. Und dann haben wir noch hier das Vitamin E mit dabei, das Schönheitsvitamin, was das hauteigene Immunsystem einfach unterstützt. Hier haben wir übrigens auch keine Duftstoffe und kein Alkohol drin enthalten, was ja gerade bei sensibler Haut echt immer so ein Thema ist. Und ja, ich mag das. Also ein sehr, sehr schönes Gesichtswasser, was ich mir dann einfach entweder so auf die Finger gebe und dann direkt aufs Gesicht auftrage. Oder ich mache mir das auf ein wiederverwendbares Wattepad und tupfe das damit ganz leicht über mein Gesicht. Nicht wirklich, also ich generell bei mir, ne, ich reibe nicht, ich rubbel nicht, ich bin immer super vorsichtig. Deswegen auch beim Enzympeeling, ne, habe ich kein Rubbeln, ich habe keine mechanischen Partikel und so weiter. Und diese ganze Sanftheit spiegelt sich halt einfach in der kompletten Geschichte wieder, in der kompletten Hautpflege, in den kompletten 5 No-Brainern, die ich euch jetzt hier zeige. Denn es ist irgendwie allen klar, dass das Serum, was ich mir jetzt hier gesucht habe, das Triple Ceramide Serum ist. Das ist dieses hier. Also hier haben wir drei verschiedene Ceramidarten drin. Das hier ist jetzt brandneu und das kann ich jetzt bald endlich wieder in Anwendung nehmen, denn meins ist leer. Und ich habe eben ein bisschen Nachschub von Dalton bekommen, der kam heute an. Und ein sehr, sehr großartiges Serum, was zwar reichhaltig ist, aber es zieht irre gut ein. Also vor allem, wenn du halt diese Autobahn halt vorher verwendest und halt einen Toner vorher drauf gemacht hast, das zieht richtig schön in die Haut ein und hinterlässt sie super schön beruhigt. Die Ceramidarten, die hier drin enthalten sind, sind zum einen unser Freund das Panthenol, das hatten wir ja eben schon, das unterstützt ja die Hautregeneration und beruhigt halt entsprechend. Das ist halt so ein heilender Wirkstoff, was ich halt einfach auch sehr gut gebrauchen kann. Denn all das, was als sensibel quasi in meinem Gesicht passiert oder was halt durch äußere Einflüsse in meinem Gesicht abgeht, ist ja quasi Hautzellen zerstörend. Und da muss ich immer zusehen, dass ich meine Haut immer wieder repariere, dass ich sie heile, dass ich sie beruhige. Und da hilft sowas einfach tierisch, ne? Dann haben wir auch noch den Goldseetang drin. Der verringert die Rötungen von der Haut, ne? Kann ich auch wieder sehr gut gebrauchen. Und die Meeresmineralien. Das ist nämlich auch nochmal so eine richtig krasse Autobahn, weil Meeresmineralien sind halt, ich komme wieder zu meinem Spruch, das Leben an und für sich kommt aus dem Meer. Also daraus ist das Leben halt entstanden. Und da du Leben bist und ich Leben bin, kommen wir ja praktisch aus dem Meer. Und wenn wir in Pflegeprodukten Meeresmineralien oder irgendwelche Meeresinhaltsstoffe drin haben, dann ist das körperverwandt. Der Körper kennt das und lässt es halt einfach schneller rein. Das ist total abgefahren und funktioniert halt einfach richtig gut. Auch das habe ich in den ganzen Jahren, wo ich mit Dalton zusammenarbeite, sehr krass gemerkt, dass einfach diese ganzen maritimen Inhaltsstoffe bei mir richtig gut funktionieren. Ja, und hier haben wir halt einfach dadurch, dass es ein relativ neues Produkt ist, auch eine Formulierung ohne Duftstoffe. Da wurde dann halt auch ein bisschen mehr auf die Inkis geachtet. Das ist halt so, dass Dalton aktuell sowieso einiges überarbeitet und die neuen Produkte sind dann natürlich super clean auch formuliert und ja, mag ich sehr gerne. Also ein großartiges Produkt, was schon irre oft leer gegangen ist. Das hier habe ich Justmen gerade neu für mich entdeckt und auch wieder jetzt neu nachbestellt. Das ist von Dalton die Regenerant Soja Repair regenerierende Augencreme. Also ich habe vorher auch viele andere Augencremes gehabt, die ich auch immer und jahrelang als meine No-Brainer halt gesehen habe und hatte bei Dalton halt nicht die Augencreme für mich gefunden. Und dann habe ich mir irgendwann mal diese hier bestellt und habe einfach gemerkt, wie krass die ist. Also die ist für mich persönlich besser als die von Kiehl's und auch als die All About Ice Cream Rich von Clinique. Das ist halt einfach, waren sonst immer so meine, ne, Top-Level-Geschichten, selbst wenn ich gerötete Augen habe.
wenn ich sehr wenig geschlafen habe, wenn ich vielleicht einfach nachts oder abends halt auch geweint habe und dann ins Bett gegangen bin und nicht irgendwie mir Augenpads oder sonst was drauf gemacht habe, um das Ganze zu erfrischen oder abschwellen zu lassen, dann siehst du ja morgens manchmal etwas verquollen aus. Wenn ich mir die dann morgens drauf gemacht habe, das hat so gut geheilt und so gut getan, was halt einfach auch an den Wirkstoffen liegt. Denn hier haben wir diese Soja-Extrakte drin, die machen die Haut weich und geschmeidig, nennt sich das Ganze. Das kann ich sehr gut gebrauchen, denn ich bin 35 Jahre alt und auch meine untere Augenpartie ist genauso alt. Dementsprechend habe ich da so ein paar Fältchen und kann das einfach sehr gut gebrauchen, dass alles ein bisschen weicher und geschmeidiger aussieht. Das gibt halt im Prinzip, und da knüpfe ich jetzt schon so ein bisschen an die liebe Amelie an, ist das so ein bisschen Slow-Aging-mäßig. Dann haben wir hier natürlich auch die feuchtigkeitsspendende Wirkung von dem Soja. Extrakt, was da drin ist. Und dann kommt das Lecithin. Das Lecithin ist im Prinzip der Türsteher, den wir haben wollen, denn ein Lecithin ist ein Lipid und Lipide sind Fette und Fette legen sich dann quasi ja auf die Haut drauf und verhindern, dass die Feuchtigkeit von der Haut verdunsten kann. Ne? Das kennt man ja im Prinzip, dass wenn du ein Glas Wasser hast und das Glas Wasser lässt du so stehen, ohne dass da halt irgendeine Barriere drauf ist, über einen Tag, wenn es warm ist, wie auch immer, es verdunstet. Das ist klar. Und wenn du da aber was drauf machst, sei es jetzt irgendwie zum Beispiel eine Folie oder keine Ahnung, ne, irgendwas drüber legst, verdunstet das nicht so. Also entweder gar nicht oder nicht so intensiv, je nachdem, wie durchlässig dann ja auch die jeweilige Geschichte ist. Und das haben wir hier mit drin enthalten. Das heißt, wir haben ja zum einen dieses Soja-Extrakt, was ja Feuchtigkeit spendet und dann ja Feuchtigkeit in die Haut reinbringt. Und dann dieses Lecithin, das Lipid, was sich auf die Haut drauflegt und dementsprechend dann ja auch die Feuchtigkeit drin bewahrt und nicht verdunsten lässt, ne? Voll krass. Und das Vitamin E, das hatten wir ja eben schon, also quasi stärkt das hauteigene Immunsystem und gibt halt Widerstandskraft. Das heißt, dass es auch wirklich so gepflegt wird, dass wenn dann auch demnächst weitere Einflüsse auf meine Haut passieren, dass es dann vielleicht nicht mehr so schlimm ist für meine Haut selber. Also, dass die Hautbarriere das einfach auch von alleine besser abfangen kann. Und das funktioniert ja auch sehr, sehr häufig dadurch, dass die Zellen etwas besser durchfeuchtet werden und dementsprechend auch mehr Volumen bekommen. Ne? Das ist echt gut. Dann haben wir hier auch noch unseren Freund, das Zelomer Meeresextrakt drin. Auch das ist ein Transportmittel, weil körpereigener Wirkstoff, ne? Auch wieder, dass die Wirkstoffe besser eindringen können. Und mag ich sehr, sehr gerne und ist halt eine sehr, 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 sehr reichhaltige Augencreme. Aber ich mag das. Ich kann die morgens verwenden, ich kann die abends verwenden, ich kann die als Maske verwenden. Ein absoluter No-Brainer mittlerweile von meiner Warte aus. Und diese Creme war klar, dass ich sie nenne und zeige. Das ist die Sensitive Care Cream Medium. Gibt es auch in einer reichhaltigeren Variante. Ich persönlich bevorzuge aber wirklich die Medium-Variante. Die habe ich immer bei mir im Schrank stehen, weil ich sie entweder fürs Gesicht verwende oder für mein Unterstübchen, weil das halt da auch super funktioniert, weil genau die Wirkstoffe, die auf meinem Gesicht wirken, wirken auch nach der Rasur oder was auch immer, Sonnenbrand, bla, ne? Und das beruhigt halt. Das steht ja auch direkt dick drauf. Und genau das ist das, was diese Creme macht. Wir haben da auch so eine Art von Ceramiden mit drin enthalten, was natürlich jetzt hier auch wieder an das Ceramidserum anknüpft. Der Kreis schließt sich, ihr merkt das, ne? Und hier haben wir die Skin Repair Formel drin, so nennt Dalton das quasi. Was bedeutet das genau? Es ist schwarze Johannisbeere, was ich in Parfum als Duft wunderschön finde. Hier ist es aber dafür da, um Entzündungen zu hemmen, was ich total abgefahren finde. Also, dass ich das quasi sowohl in meiner Lieblingsgesichtscreme sehr gerne mag, als auch als Inhaltsstoff in Parfum total feier, obwohl hier übrigens gar kein Parfum drin ist. Also das ist frei von Duftstoffen und Alkohol, generell diese ganze Sensitive Care Reihe. Ne? Ich glaube, das ist sogar das einzige Produkt, ja, aus der Reihe, die eigentlich für sensible Haut bei Dalton gemacht ist. Aber das ist halt einfach so. Jede Haut ist ja einfach unterschiedlich und wir sorgen ja auch, oder wir schauen dann halt auch einfach, welche Produkte aus anderen Linien dann auch noch besser passen. Zum Beispiel bei der Augencreme ist die mir aus der Sensitive Care Reihe einfach nicht reichhaltig genug und so weiter und so fort. Ne? Nun, bla. Ja, richtig, richtig gute Creme. Und was hier auch noch mit dabei ist, ist unsere Freundin die Ballonrebe. Das hatten wir eben schon, dass halt Irritationen beruhigt werden und denen auch sowieso, ja, keine Chance gegeben wird, noch weiter zu eskalieren. Denn wenn ich Irritationen habe, fummel ich auch immer wieder dran rum. Das ist dann so eine kleine Geschichte, die gar nicht gut ist. Ne? Da sollte man einfach generell seine Finger aus dem Gesicht lassen.
Außerdem in der Skin Repair Formel ist halt die Sonnenblume aufgeführt gewesen. Die stabilisiert die Hautschutzbarriere. Sehe ich halt so ein bisschen, klar, Sonnenblumenöl macht's halt auch. Und das ist halt wie dieser Türsteher, der sich dann auf mein Gesicht draufsetzt. Wow. Und halt davor verhindert, dass irgendwie was raus kann oder halt auch rein kann. So. Und Squalanöl, ne? Squalan ist halt auch ein Öl und ein pflanzliches Öl, was halt auch wieder ein schöner Türsteher ist, ein wunderschönes Abhaltemittel, ein Abhaltewirkstoff, damit halt quasi die Feuchtigkeit drin bleibt und nichts von außen groß dran kommt. Und ja, finde ich persönlich richtig toll. Und auch hier, wie gesagt, keine Duftstoffe. Und das sind jetzt einfach mal meine 5 No-Brainer gewesen, ne? Vielleicht ein bisschen umfangreich erklärt, ich weiß es nicht, aber ich wollte euch erklären, warum das meine No-Brainer sind. Und ich wollte für mich persönlich auch so ein bisschen verstehen, warum diese Produkte bei mir auch so gut funktionieren. Und als ich mich dann nochmal intensiver mit den Inhaltsstofflisten auseinandergesetzt habe, habe ich gesehen, alles klar, da sind die und die Inhaltsstoffe drin. Meine Haut steht da ganz offensichtlich drauf und deswegen möchte ich euch das wirklich von Herzen empfehlen, dort einmal vorbeizuschauen. Wie gesagt, mit Beauty Claudi bekommt ihr 20% Rabatt auf diese Produkte und halt auch auf alles andere, bis auf irgendwie Gutscheinkarten und ich glaube Streichpreise, ne? Und was mich jetzt interessiert, ist natürlich, wie meine Kollegin ihre Haut präsentieren, beziehungsweise welche No-Brainer-Produkte sie haben. Und was ich auch ganz interessant finde, welcher von meinen 5 No-Brainer hat dich eigentlich am meisten überrascht oder erfreut zu erfahren? Schreibt das super gerne mal in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr gespannt und ich hoffe, ihr auch. Schaut gerne, wie gesagt, bei meinen Kolleginnen vorbei. Alles in der Infobox verlinkt. Und ja, dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!